Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Reaction. Wir reagieren heute auf Kaiser Meiser. Was kann dir eine Frau bieten, bis auf ihren Körper? Nichts. Schon mal Real Talk hier direkt am Anfang und wir gehen natürlich rein. TikTok ist voll mit Müll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nein. Ist deine Stimme morgen wieder besser? Digga, wo soll ich das denn wissen? Wir haben schon einiges gesehen, ja? Das ist eine Frage. Diss-Pranks, Riss-Pranks. Ja, aber heute soll es mal um was anderes gehen. Nicht. Und zwar um das Stichwort Self-Development oder zu Deutsch Selbst-Development. Mir wurde nämlich letztens ein bestimmter TikToker zugeschickt, der auf jeden Fall ja, sehr interessante Ansichten dazu hat. Alle Menschen sind wertvoll, ja, selbstverständlich. Aber nicht alle Menschen sind. Warum ist der Oberkörper frei? Der Gedanke immer herkommt, das ist doch auch komplett respektlos den Leuten gegenüber, die wirklich Großes erschaffen wollen oder Großes erschaffen haben. Freiwillige Feuerwehr ist keine Red Flag, das ist ein Behindertenausweis. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jemals in eurem Leben was mit einem Typen hattet, der in irgendwas Relevantem besser ist als ich, ist doch einfach null. Ey, ist ein Lernprozess, es kann nicht jeder König sein. Wenn Leute älter sind, ich glaube, der trollt, oder? Sind als ich und ich merke, die sind nicht so smart wie ich. Wo soll ich die respektieren? Okay, nur damit ihr es wisst, ja, all das, was er gerade angesprochen hat, werde ich gar nicht erst im Video erwähnen, weil es einfach so viel Content gibt, den er hochlädt. So, das war einfach extra, das war ein Bonus. Das waren gerade einfach die harmlosen Sachen, ja. Soweit ich das verstanden habe, lädt er diese TikToks hoch, um seine Webseite zu promoten, auf der er Tipps für Physical und Mental Health gibt. Und okay, anscheinend doch kein Sucht. Mit einer 14-seitigen Anleitung, wie man Depressionen heilt. Ich hoffe, ihr seid gespannt für... ganz, ganz viel Blödsinn. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück bei der besten auf ganz YouTube. Jetzt richtig. Und heute geht es um den TikToker. Der militante Flirtcoach. Geiler Name. Der Typ an sich sieht ja auch sehr stabil aus. Also man merkt direkt, er legt einen großen Wert auf gesunde Ernährung und auf Sport. Das war auch der Main-Content, den er in seinen ersten TikToks hochgeladen hat. Na, und da hat er auch noch Zuspruch bekommen von den Leuten. Die haben das gefeiert. Aber mit coolen Fitness-Videos allein hat es noch nie jemand geschafft. Der nicht im Anschluss in Thailand mit OnlyFans angefangen hat, hat er sich gedacht, deswegen neue Strategie. Du lädst einfach ein Video hoch, das die Leute so sehr anpisst, dass es automatisch viral geht. Und er hat sich wirklich Mühe dabei gegeben. Ja? Ich interagiere nicht mit Frauen, mit denen ich nicht auch schlafe. Ich check's halt absolut nicht so. Warum? Warum sollte man mit einer Frau etwas unternehmen, mit der man nicht auch schläft? Und unternehmen in einem freizeitlichen Sinne natürlich. Ja, weil was hat eine Frau, was kann dir eine Frau bieten? Fernab von Business. Ja, was kann eine Frau bieten, bis auf ihren Körper? Absolut rein. Gar nichts. Klar, ich interagiere mit gar keinen Frauen. Ah, ist auch schon reingeschrieben. Man muss sich mit Leuten treffen. So, man muss irgendwo in der Gesellschaft auch stehen. Aber wenn man sich mit jeder Person, die man kennt, einzeln trifft ab und zu, so dann... Wo hat man noch Zeit, um sich weiterzuentwickeln? Hat man nicht so. Auch mit der wichtigsten Person, das muss man einfach mal nach hinten stecken. Absolut richtig, wenn ich frage. Der Typ will sich einfach weiterentwickeln, ne? Und da ist halt offensichtlich das, was einem im Weg steht. Das gleiche denke ich aber auch über Typen, Digga. Ich würde auch nicht mit keinen Freunden treffen, mit denen nichts läuft, Digga. Was soll das? Also wenn, da muss schon da irgendwie drauf hinauslaufen. Die chillen noch nicht bei mir und gehen dann nach 3 Stunden nach dem Saufen einfach so wieder nach Hause. Frauen, ja, na eh klar. Okay, ganz kurz mal konzentrieren, ja? Ist das hier wirklich ernst gemeint oder ist das Satire? Weil wenn es Satire ist, dann ist es sehr gut gemacht. Ich meine, er hat halt auch nirgendwo hingeschrieben, dass eventuell ein Spaß sein könnte. So, alles, was er hingeschrieben hat, ist mal ein anderer Approach, nur um zu schauen, wie es ankommt. Ja, wie soll das ankommen? Hey Leute, ich bin's, Bergi. Wollte nur kurz sagen, alle Frauen sind eigentlich ziemlich so useless so in meinen Augen. Ich meine halt jetzt außer für Sex, ne? Was ist eure Meinung? Offensichtlich kommt das nicht gut an. Das hättest du eigentlich auch in der Zeit, wo du dich weiterentwickelt hast, lernen können. So irgendwie so ein bisschen Hausverstand aufbauen oder so. Aber das Video ist ja noch nicht zu Ende, ne? Wir schauen es mal zu Ende. Wir sind auch Menschen. Menschen funktionieren so. Egal, ob man auf der Straße, im Club, sonst wo ist. Wenn man eine neue Person sieht, entscheidet man innerhalb von ungefähr 3 Sekunden, ob man die attractive findet oder nicht. Und wenn man attracted zu dieser Person ist, dann könnte man auch direkt schnips, ab ins Bett. Das funktioniert nur nicht so in der Realität. Und warum... Ja, das ist auch wieder so ein Thema Friendzone eigentlich. Aber warum sollte ich mich mit einer Frau treffen, die mir ins Gesicht sagt, jo, nö, ich würde aber nicht mit dir schlafen. Hä? So, warum sollte ich meine Zeit dafür vergeuden? Das macht absolut null Sinn. So, entweder ist sie attracted und hat Bock oder ich bin halt gone. So. Okay, das waren jetzt knapp 5 Minuten, ja, zusammengefasst. Und Digga, ich hab mir gedacht, Junge, als ob der das wirklich über 5 Minuten so macht. Falls das jetzt irgendwie zu schnell gegangen ist oder so, mache ich nochmal eine ganz kurze Kurzversion von der Kernaussage von dem Video. Na, ich hoffe, es gefällt euch. Ich interagiere nicht mit Frauen. Genau, eigentlich muss man nicht mehr wissen. Grundsätzlich, ich sag's nochmal, ja, ich habe mir beim Scriptschreiben die ganze Zeit gedacht, das kann nicht ernst gemeint sein. Das kann es einfach nicht, weil es ist so absurd. Aber je mehr ich geschaut habe, und glaubt mir, ich habe all seine Videos gesehen, ja, mehrmals, desto mehr bin ich überzeugt geworden, dass das halt wirklich so... Er ist, keine Ahnung, er sagt ja auch, er spielt keinen Charakter. Meine Ehrlichkeit ist immer sehr offending, das weiß ich auch. Also eigentlich möchte ich nur helfen, das
Ich spiele ja auch keinen Charakter vor, das bin wirklich einfach nur ich. Im Endeffekt macht's ja doch irgendwie... Ja gut, aber jemand, der halt gut trollt, würde natürlich sagen, dass er das ernst meint. Ne? Das muss man schon noch dazu sagen. Kein Unterschied, ne? Entweder er meint's ernst und braucht Hilfe. Weil ich weiß nicht, das Ding ist halt, also, um auf TikTok halt auch relevant zu werden, zum Beispiel kann es halt immer helfen, so sehr krasse Takes rauszuhauen, sage ich mal einfach, ne? Wo halt die Leute super viel darüber diskutieren. Ich denke, du findest schon irgendwelche 12-jährigen Andrew Tate-Fanboys, die sagen, ja, mein Digga, es ist genauso, ich treffe mich zu Frauen nur mit denen, wenn ich was mit denen hab. Also klar, ich treffe mich nicht mit Frauen, weil die mich alle nicht cool finden, aber Andrew Tate ist ein Macher. Deswegen weiß ich nicht, ich glaube schon, dass der, dass er da halt trollt. Ja, Ahmad ist halt ein ganz, über den wollen wir gar nicht reden, ganz eigener Fall für sich, aber meistens halt, also sowas geht ja einfach viral. Ihr seht das ja bei den Kommentaren, Leute regen sich auf, die machen vielleicht noch ein neues TikTok dazu, reden darüber, so, und ja, sowas geht halt viral einfach auf TikTok, ne? Oder er meint es nicht ernst, will aber, dass es ernst rüberkommt, damit er diese Reaction bekommt, ne, diese du Reaction. Das Ding ist halt, jetzt einige Leute haben dieses TikTok dann gestitcht, also quasi so drauf reagiert, und ich habe echt das Gefühl, er will mich provozieren. Ne? Er hat vor 10 Minuten eine Story gepostet, in der er die Leute auslacht, die seine Videos stitchen, weil die nicht genug Likes bekommen. Die Leute, die wir stitchen. Können wir das mal bitte vernünftig machen? Wie schafft ihr das eigentlich, meine Hook zu nehmen? Die reicht für ihn, einen random Dude, der keine Ahnung von TikTok hat, mehrere 10.000 Views zu generieren. Und ihr nehmt nur die Hook, ja, und kriegt nicht mal 3 Likes dabei. So, ihr habt es gehört, wenn dieses Video nicht mindestens genauso viele Likes bekommt, wie sein Video Klicks gemacht hat, ja, dann kriegt mein Kanal Leroy Matata. Na, aber mal for real, er hat anscheinend gesehen, dass dieses Video für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Deswegen hat er sich gedacht, yo, ich mache einfach ein Statement dazu, um das ganze Video so ins Rollen zu bringen. Das wäre zumindest so der Standard-Move, ne? Aber das reicht ihm nicht. Er hat sich nicht gedacht, yo, ich mache ein Statement dazu, sondern check das ab. 5. 5 verschiedene Statements. Ich weiß. Aber er hat immer das Gleiche an. Nee, doch nicht. Er hat 2 gleich an. Einmal hat er gar nichts an. Nee, warte. Boah, der trägt halt immer die gleiche Farbe fast, ne? Vielleicht ist das ein neues Format von ihm oder so, aber Bro. Seine Masche hat doch voll geklappt. Ja, safe. Ja, das heißt, wir beide reagieren auf ihn. Ich gucke ja nur ein Video dazu, ne? Also meine eigene Meinung auf TikTok kundzutun, das ist ja auch nur lustig einfach. Das nur lustig. Ich weiß nicht, warum dieses Statement so viele Menschen wirklich offendet. Es fällt mir einfacher, eine Frau zu finden, weil ich da sagen kann, okay, du musst nicht ganz auf meinem Niveau sein, ich bin nicht ganz auf deinem Niveau, aber wir treffen uns irgendwo in der Mitte und machen einen Kompromiss, weil wir dafür so einen anderen Vorteil haben, den man mit einem Typen nicht hat. Und dafür lasse ich mich gerne ein. Aber wenn das auch wegfällt, dann behandle ich die halt wie Typen. Also, husch. Es scheint mir so, als wenn ein Großteil meine Confidence mit Arroganz verwechselt. Confidence ist, loszugehen und zu wissen, es ist ein erwarteter Outcome, dass mich Girls anmachen, die hot sind. Weil ich immer noch mehr zu bieten habe als andere Typen. Wo die meisten Leute schon einen High-Body-Count haben, geprägt sind von einem High-Body-Count. Secondhand ist okay, Secondhand nehme ich gerne, wenn nicht sogar lieber. Aber der Altkleider-Container hinter Sportclubs, no thank you. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich glaube, es ist langsam offensichtlich, in was für eine Richtung dieses Video geht. Na, der Typ postet offensichtlich und absichtlich diese provozierenden Aussagen mit dieser Selbstverständlichkeit, mit dieser Selbstverstetsigkeit, ja. Vor allem, wenn es um Sachen wie Genetik geht, okay? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, ich habe Haare. Meine Haare sind dope und alle anderen Leute mit Haaren sind nicht ganz so cool. Da sind wir uns alle einig, aber ich kann halt auch nicht wirklich was dafür, so. Ich bin 24. In meinem Alter haben schon einige Boys heftigen Haarausfall. Oder er ist 24 und hat so einen Bartwuchs. Bei mir ist er wirklich nichts, ne? Es ist aber du musst dich eventuell krass sogar eine Glatze wachsen lassen. Das ist einfach deine genetische Veranlagung. Und safe kannst du es verlangsamen, indem du dich gut ernährst, indem du eventuell Sport machst, Medikamente nimmst oder sonst was, ne? Aber unser Amigo, der hat da eine ganz andere Perspektive drauf. Gesundheit ist immer eine Konsequenz. Haarausfall, das ist das Resultat aus kontinuierlich wirklich zurückgebliebenen Entscheidungen, mit denen man seinen Körper wirklich einfach nur schändigt. Hier ein paar Fakten. Wir haben jetzt nicht alle die optimalen Voraussetzungen. Manchmal wird auch einiges durch die Genetik begünstigt. Aber gerade in unserer Western World, wir haben alle Zugriff auf einen optimalen Lebensstil. Und wenn du erwartest, dass ich einen Menschen respektiere, der seine eigene Gesundheit, der sein eigenes Leben nicht respektiert, der kein Interesse daran hat, das Beste aus seinem Leben zu machen. Sit. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, der trollt. Also es wirkt schon echt so, wie ich will einfach so viele Leute wie möglich offenden, damit halt viel über mich geredet wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das ernst meint. Dog. Also wenn irgendjemand um die Ecke kommt und meint, oh nein, meine Organe. Meine Haare, meine Augen. Brudi, das ist Lamok, danke schön für den Verschenkungsamt. Eigenen. Boah, ich würde so feiern, wenn der Typ mal Haarausfall hat. Das wäre ja so lustig einfach. Erbärmlichen Entscheidungen. Ich sehe das. Und wenn wir uns auf der Straße begegnen,
dann beurteile ich dich dafür. Oh, Alter. Nein, bitte nicht. Sag mal einen Gang zurück, wie wär's? Leute mit gesundheitlichen Problemen respektiere ich nicht. Das kannst du dir halt irgendwo nicht mehr ausdenken. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Na, wir hören jetzt einfach mal, was er zu sagen hat. Na, weil er ist ja der allwissende Übergott. Er muss ja die Formel haben fürs ewige Leben und so, ne? Was sind denn seine Tricks? Dann nenn mir doch mal eine einzige fette Person, die kontinuierlich, ja, also täglich, ketogen isst, fastet, kalt duscht und Sport macht. Boah, weil der kalt duscht. Das unter anderem. Ich esse keine Kohlenhydrate, nichts, keinen Zucker, gar nichts. Keine Nudeln, keine Kartoffeln, nichts, nicht mal Obst. Maximal Gemüse und die Kohlenhydrate, die damit mitkommen und vielleicht Haferflocken, weil die sind sehr gesund. Ich faste, ich esse einmal, ein einziges Mal am Tag. Mehr nicht. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist. Das ist meine Freunde. Ich zum Beispiel, ich esse gar nichts. Ja, ich habe mir letztens eine Packung Erdbeeren gekauft und habe nur die Blätter gegessen. Ein Blatt. Ja, ein einziges Erdbeerblatt in der Woche. Wer da nicht mithält, ganz ehrlich, da habe ich auch einfach keinen Respekt davor. Einer hat drunter geschrieben, ich will nichts verteidigen, aber ich hoffe, du weißt, dass auch junge, gesunde, schlanke Menschen krank werden können mit Krebs etc. Und er hat geantwortet, wie können gesunde Menschen krank werden? Krankheit ist eine Konsequenz. Er ist halt for real davon überzeugt, dass wenn du dich genauso ernährst, wie er das macht, ne, wenn du diesen perfekten Lebensstil pflegst, dass du keine Krankheiten bekommen hast. Kein Krebs, nicht mal Schnupfen, gar nichts. Nichts. Jemals. Was? Scheiße. Ich habe gerade eine Erkältung. Hör dir ja. Ich muss dringend meinen Lebensstil ändern. Sehe ich bei diesen Menschen. Graue Haare. Was ist das hier? Faltige Haut. Beide haben eine Brille. Schlechte Augen. Und eigentlich gehe ich nicht zu Ärzten, weil wieso auch? Ich lebe in optimaler Gesundheit und ich weiß auch genau wieso. Der Witz bei der Sache ist, er bietet auf seiner eigenen Webseite per... Also ich weiß nicht, auch unabhängig davon, ob das halt... Also ich glaube, er trollt auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, wie schon einer dahingeschrieben hat, irgendwie, ne, es sind halt schon sehr gefährliche Takes, die er da bringt, egal ob das halt ironisch gemeint ist oder nicht. Ne, das gucken dann vielleicht irgendwelche Leute, übernehmen das halt. Und ich sage mal, sowas wie zum Arzt gehen ist halt wichtig, ne, weil logischerweise, klar... Wenn du dich ja richtig gesund ernährst, ne, perfekt Sport machst und so weiter, halt wirklich komplett dich gesund ernährst, es kann ja trotzdem sein, dass du irgendwas hast. So, ne? Deswegen musst du ja trotzdem auch mal zum Arzt gehen oder solltest dich checken lassen. Und ja, wie gesagt, selbst wenn du das nicht ernst meinst, sind es halt gefährliche Dinge einfach, die er da raushaut. Ne? Und das ist halt so oder so auf jeden Fall nicht cool. Ne? Also ein paar Sachen sind vielleicht lustig, aber andere können dir ja wirklich schaden einfach. Personalisierte Lösung für psychische und mentale Gesundheit an. Ich weiß nicht, ob er eine Ausbildung in dem Bereich hat, aber wenn er explizit auf Obst verzichtet und einmal am Tag isst, ich sag mal so, mich würde es wundern. Aber das ist nicht mal das, was mir Kopfschmerzen bereitet. Viel wichtiger ist der Punkt mentale Gesundheit, weil jetzt passt mal auf. Er hat hier dieses Dokument Depression, the correct approach auf seiner Webseite, in dem er schreibt, Depression kann zu negativen Folgen führen, wenn sie nicht behandelt wird. Und direkt im nächsten Absatz steht, Depression kann komplett eliminiert werden, wenn man den folgenden Schritten folgt, ohne ein tieferes Verständnis über den Prozess zu haben. Und seid's mir nicht böse, er hat in dem Dokument einige Sachen aufgelistet, die tatsächlich gut für dich sind. Na, Sport machen, kalt duschen mal und all so Zeug. Kalt duschen mich aus. Aber keine Sorge, ja, ich bin mir sicher, auf TikTok wird er den Leuten ans Herz legen, sich echte Hilfe von einem Therapeut. Ja, Kinder, Depressionen. Niemand darf da ja irgendwie Hilfe anbieten, außer professionelle Therapeuten. Wo soll ein Therapeut helfen? Therapeut. Die sollen irgendwas mit deinem Kopf machen. Das sind keine Ernährungsberater, das sind keine Lebensberater, das sind Therapeuten. Und könnte davon ausgehen, dass Depressionen irgendwas mit dem Kopf zu tun hat? Ja. Allerdings. Einfachster Ansatz. Was passiert, wenn man an die Sonne geht, nach draußen? Das sorgt dafür, dass das Immunsystem gestärkt wird. Also fühlt man sich schon mal gesünder. Man ist gesünder, man fühlt sich nicht gesünder, man ist gesünder. Serotonin wird ausgeschüttet und Endorphine werden produziert. Also wenn man an die Sonne geht, countert man seltsamerweise alles, was eine Depression macht. Okay, ich glaube nicht, dass es notwendig ist. Ja, Digga, sowas ist halt, ja, wie gesagt, egal ob Troll oder nicht, es sind schon sehr gefährliche Texte auf jeden Fall. Also. Es gibt bessere Möglichkeiten, als ihn zu konsultieren. Allein mal, dass er auf die Idee kommt, seine Webseite mit den TikToks zu promoten. So, das ist so, es ist so unfassbar für mich. Aber was soll ich sagen? Yo, das Leben ist kein Pony-Schlecken. Aber ja, meine Freunde, lasst mich auf jeden Fall gerne wissen, was ihr von dem Boy haltet. Findet ihr seine TikToks wichtig für die Gesellschaft, genau wie ich? Lasst mir sonst noch gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo. Ja, wie gesagt, ist halt sehr schwierig halt, ne? Weil klar, wahrscheinlich wird er einfach eine Aufmerksamkeit, das ist ein Text, mit dem man Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich glaube, also du kannst auch trollen, ohne halt sowas auf jeden Fall zu sagen, ohne dass du Leuten irgendwie jetzt irgendwie schadest oder so. Wenn es jetzt irgendeiner sieht, der Depression hat, der auch keine Lust hat, zum Therapeuten zu gehen und denkt dann so, ach, ich gehe in die Sonne, wird schon besser und wird halt nichts, kann halt schon negative Folgen haben, auch wenn er das vielleicht selber nicht ernst meint. Aber ich merke, weiß nicht, wenn er sich die Mühe gibt, so ein 14-seitiges Skript dazu schreiben, falls er das überhaupt selber geschrieben hat, weiß ich, ganz komischer Typ auf jeden Fall. Wo kommt die her, Digga? Wo hat TikTok, wo hat der den her eigentlich? Ist der so bekannt oder was? Ganz weird auf jeden Fall.